Ja, liebe Anne, ich begrüße dich sehr herzlich. Du bist Leadership Management Coach und Teamrider für LoveTuner. Mhm. Liebe Anne, schön, dich zu sehen und beim Online-Kongress The World Becomes One dabei zu haben. Ja, schön, dich zu sehen, liebe Karin, und danke, dass du mit mir über LoveTuner sprichst. Und wir freuen uns natürlich von Herzen, dass wir beim Online-Kongress The World Becomes One dabei sein dürfen. Das passt ja wunderbar zur Mission LoveTuner. Stimmt. One World, One Love, One Tone, One Journey. Ja, ist ein gutes Match, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und bitte, Anne, erzähl mal, was ist denn der LoveTuner überhaupt? Ja, wie du schon siehst, du hast ja auch einen dran. Ja. Der LoveTuner ist ein revolutionäres Achtsamkeitstool, das uns sofort, wenn wir tunen, in die Schwingungsfrequenz der Liebe, in die 528 Herzfrequenz bringt. Der LoveTuner ist kalibriert explizit auf diese Frequenz der Liebe, auf die 528 Hertz. Und ja, ich finde, dass der LoveTuner ein göttliches Tool ist und ist nicht nur ein Produkt, sondern eine globale Friedens- und Liebesmission. Da werde ich nachher gleich noch was dazu sagen. Okay, und wie ist der LoveTuner jetzt entstanden? Woher kommt er? Wer hat ihn entwickelt, gegründet? Ja, gegründet wurde LoveTuner vom CEO Sigmar Berg. Der ist in Malibu und von dort aus geht der LoveTuner um die ganze Welt. LoveTuner hat sich überlegt, was ist denn wichtig in dieser Zeit? Und deswegen hat Sigmar Berg diese globale Bewegung geschaffen, weil der LoveTuner alle Herzen öffnet, öffnet unser Herz, öffnet gemeinsam alle Herzen um den Planeten. Und deswegen passt es so gut. All is one and one is all and the world becomes one. Anne, was mich persönlich interessiert, was ist die LoveTuner-Mission? Was ist der Hintergrund und was ist die Idee des LoveTuners? Die Idee des LoveTuners ist, wir öffnen unser eigenes Herz und öffnen gleichzeitig die Herzen aller Menschen um diesen Planeten. Das ist die Idee dieser Mission. Also die Schwingungsfrequenz auf diesem Planeten zu erhöhen in die Schwingungsfrequenz der Liebe, sodass wir alle Menschen um diesen Planeten erreichen. LoveTuner setzt sich dafür ein, dass die Menschen vom Stress in die Entspannung kommen und vor allen Dingen einen sicheren Platz finden in unserem System. Das ist unser Herz. Und das hat auch Dr. Deepak Chopra, ist ja einer der bekannten Größten der Alternativmedizin, erkannt. LoveTuner und Dr. Deepak Chopra arbeiten sehr eng zusammen, um eben diese Welt zu einem besseren Platz zu machen, damit wir mehr Frieden erfahren können, damit wir glücklicher sind, entspannter und natürlich am Ende auch gesünder. Und wie wirkt dann jetzt ganz konkret der LoveTuner? Was bewirkt er? Ja, der LoveTuner macht drei Sachen erstmal gleichzeitig. Erstens, wir machen eine bewusste Atempause, also eine bewusste Atemübung, die wir vollziehen, wenn wir tunen. Zweitens, durch diese bewusste Atempause kommen wir sofort im Hier und Jetzt an. Und drittens, natürlich das Wichtigste, wir laden die Liebe ein in unser Leben. Das ist das Wichtigste, gerade in diesen Zeiten. Wohl wahr, wohl wahr. Auf das kommt es jetzt an. Obwohl wir schon dabei sind, was ist jetzt aus deiner Sicht das Wichtigste in dieser Zeit, genau in dieser Zeit? In dieser Zeit ist es meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass wir in die Selbstermächtigung gehen, dass wir aus dem Opferbewusstsein ins Schöpferbewusstsein kommen und dass wir ganz genau verstehen, dass wir selbst Schöpfer unseres Lebens sind. Und da kommt der LoveTuner ins Spiel, weil das ultimative Tool dieser Zeit ist. Der LoveTuner bringt uns in die Selbstverantwortung, wie gesagt, in die Selbstermächtigung. Jedes Mal, wenn wir tunen, öffnen wir unser Herz, wir heben unsere eigene Schwingung, gleichzeitig erheben wir die Schwingung auf diesem Planeten, denn jedes Tunen bringt uns hinein in das Feld der Liebe. The Web of Love wird es auch genannt. Und jedes Tunen bringt uns Heilung. Also das heißt, wir heilen uns selbst. Wir erhöhen unser Lungenvolumen. Wir beeinflussen unser Immunsystem ganz immens im positiven Sinne. Ja, und wenn wir selbst heil sind, uns selbst heilen, dann heilen wir natürlich damit auch die gesamte Welt. Jetzt haben wir sehr viel über den LoveTuner gehört und ich habe ja selber einen. Ja, das ist schön. Ein sehr cooles, einfaches Tool, das sehr viel bewirkt, haben wir ja jetzt mitbekommen. Absolut. Was macht denn die 528 Herzfrequenz, von der du gerade gesprochen hast, konkret? Was bewegt sie? Ja, da werde ich jetzt gleich was dazu sagen. Jetzt haben wir so viel drüber gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal aus in der Praxis. Das ist immer das Wichtigste. Ja, was macht der LoveTuner? Wie benutzen wir ihn? Ganz einfach. Ja, wir nehmen unseren LoveTuner, ist ja so praktisch, wir haben ihn immer um den Hals. Du hast so eine schöne stylische Kette, ich habe den an diesem tollen Band. Wir nehmen den raus.
aus der Kappe und nehmen den mit diesem abgerundeten Mundstück zwischen unsere Lippen. Dann atmen wir ein und atmen durch den Love Tuner einfach aus. Wichtig ist, dass wir nicht versuchen, so laut wie möglich zu tunen, sondern so sanft und so lang wie möglich. Wir machen das jetzt gleich mal miteinander. Ja, so einfach, schnell und leicht funktioniert es. Und du fühlst dich sofort entspannt. Ja, ich benutze ihn ja selber. Mhm. Ich arbeite als Coach und Organisationsentwicklerin und tune meine Räume, tune, bevor ich die nächste Sitzung habe. Und ich merke, es ist ein erheblicher Unterschied. Also es macht was aus, wenn die Energie im Raum schon gut ist, wenn die Menschen zu mir kommen. Absolut. Du bist ja in der Wirtschaft tätig. Genau. Und der Love Tuner ist ja die Brücke in das Corporate Business, sozusagen Connecting Spirit and Business. Und da bist du ja mittendrin statt nur dabei. Du hast ja selber mir schon erzählt, was du für tolle Erfahrungen in deinen Coachings, in deinen Meetings mit dem Love Tuner gemacht hast, weil er einfach sofort Ruhe in den Raum bringt, erhebt die Schwingung in jedem Raum, eröffnet die Herzen. Ich persönlich benutze ihn auch beim Autofahren, wenn ich eine längere Autofahrt habe, bevor ich in ein Gespräch gehe, weil dann komme ich ganz entspannt an, habe das Herz schon auf und das ist natürlich die beste Basis für ein Meeting oder für jedes Gespräch, das wir führen wollen und sollen in dieser Zeit. Aber du hast mich ja vorhin gefragt, was noch alles passiert, was diese 528 Herzfrequenz alles kann. Naja, ganz viel. Also erstmal ist es eine der alten oder antiken Solfeggio-Frequenzen, die wichtigste der oder die bedeutendste der alten Solfeggio-Frequenzen. Und wurde schon in der Antike dazu benutzt, um Menschen zu heilen. Also schon damals haben die Mönche Menschen geheilt über gregorianische Gesänge. Hat nichts anderes gemacht, als die Schwingung der Menschen erhöht. Ja, und wenn wir eine hohe Schwingung haben und in der Schwingung der Liebe sind, dann heilen wir, weil die 528 Herzfrequenz natürlich auch unsere Wassermoleküle, die wir im Körper haben, in den idealen hexagonalen Zustand ausrichtet. Das heißt, jedes Mal, wenn wir tunen, bringen wir unser gesamtes Körperwasser, unser Körper besteht ja zu fast 70% aus Wasser, unser Blut zu 90% aus Wasser, also bringen wir unsere Flüssigkeiten im Körper in einen Ursprungszustand zurück, der gesund ist. Ja, und wenn wir in der Gesundheit schwingen, dann sind wir in der Konsequenz gesund. Zur 528 Herzfrequenz kann ich noch sagen, schon der griechische Forscher oder griechische Philosoph, vielmehr Pythagoras, hat sich ja ganz intensiv mit Zahlen beschäftigt und es gibt eine pythagoreische Methode. Das funktioniert so, dass wir lange Zahlen auf eine einzelne Zahl herunterrechnen. Sowas nennt man Quersumme. Und die Quersumme von der 528 Herzfrequenz ist die 6. Mhm. Auch der bekannte Wissenschaftler und Forscher Nikola Tesla hat sich mit den Zahlen 3, 6 und 9 beschäftigt. Und es gibt ein Zitat von ihm, das so Ähnliches aussagt wie: wer das Geheimnis der Zahlen 3, 6 und 9 kennt, der hat den Schlüssel zum Universum. Und das sagt ja auch Love Tuner aus: Activate your key of life. Oder zu Deutsch: aktiviere den Schlüssel deines Lebens. Ja, was der Love Tuner oder die 528 Herzfrequenz noch macht, du siehst schon, da gibt es viel drüber zu sagen. Ich weiß. In der Kürze, ja, es ist wissenschaftlich festgestellt worden, dass diese Frequenz von 528 Hertz tatsächlich in der Lage ist, unsere DNA zu reparieren. Also das heißt, sie repariert kaputte oder beschädigte, defekte DNA-Stränge. Auch hier ist der Ansatz wieder, den Ursprungszustand, also von Heilung, den Ursprungszustand unserer Zellen wiederherzustellen. Und wenn unsere Zellen heil sind, ja, dann gibt es in der Konsequenz auch die Gesundheit für uns. Also nochmal, die 528 Herzfrequenz kann noch sehr viel mehr. Aber für mich ist auch immer wichtig, wenn ich den Menschen was gebe, dann möchte ich ihnen was geben, was sie in die Selbstermächtigung führt. Das heißt, was sie in die Freiheit führt, was sie in die Unabhängigkeit führt. Das ist für mich als Coach und Ausbilder ganz wichtig. Und das macht der Love Tuner. Wenn du also tunst
jedes Mal, das weißt du selbst, dann tunst du dich in die Selbstermächtigung hinein, du tunst dich in die Gesundheit und vor allen Dingen in dieser Zeit, ganz wichtig, vom Angstzustand, von der Unsicherheit ins Vertrauen, vom Angstzustand in die Liebe. Denn Angst ist die tiefste Schwingung und Liebe ist die höchste Schwingung auf unserem Planeten. Und darauf kommt es vornehmlich an in dieser Zeit. Das heißt, Anne, wir resetten uns mit dem Love Tuner immer auf unseren Urzustand, der ja vollkommene Heilung bedeutet. Und du hast ja gesagt, die Angst ist die tiefste Schwingung, die Herzschwingung, die Schwingung der Liebe die höchste. Absolut. Das heißt, es hat auch was mit Herzkohärenz zu tun. Ja, selbstverständlich. Ein großes Wort in dieser Zeit. Alle beschäftigen sich mit Herzkohärenz. Was ist hohe Herzkohärenz? In der Kürze gesagt, das, was der Love Tuner macht mit uns, er bringt uns vom Kopf ins Herz und er bringt uns vom Stress in den Entspannungszustand. Das heißt, wenn wir tunen, dann bringen wir unseren mentalen Körper mit unserem emotionalen Körper zusammen und wenn der Kopf ins Herz geht, dann sind wir entspannt, dann sinkt auch unsere Pulsfrequenz und das nennt man in der Kürze gesagt Herzkohärenz. Wichtig ist auch zu wissen, wenn wir tunen, dann aktivieren wir unser parasympathisches Nervensystem. Was ist es? Ganz einfach gesagt, das ist der Zustand der Entspannung. Normalerweise sind wir tagsüber immer sehr angespannt, wir sind immer gestresst, wir machen ganz viele Sachen auf einmal in dieser Zeit und sind so immer im Sympathikus. Das heißt, unser Körper ist immer im angespannten Zustand, im Flucht- oder Angriffsmodus. Und das macht auf Dauer krank. Psychosomatische Krankheiten vieler Art, wie wir das jetzt kennen, dass die Leute gestresst sind, dass sie zum Beispiel überhaupt nicht mehr runterkommen. Ja, Burnout ist in aller Munde. Wenn wir tunen, können wir sofort unser parasympathisches Nervensystem aktivieren. Also das heißt, wir können uns ganz einfach ohne Hilfe von außen runtertunen, runterholen in den Zustand der Entspannung und gleichzeitig öffnen wir unser Herz und wir erheben unsere Schwingung in die Schwingung der Liebe. Also in so kurzer Zeit in Ruhe und Frieden zu kommen, wenn wir unsere Herzen öffnen, spüren wir auch, gerade in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen können, persönlich und immer Abstand halten müssen, spüren wir über die Öffnung unserer Herzen doch diese Gemeinsamkeit, also dass wir alle eins sind, wie so schön heißt, all is one and one is all. Und wenn wir ruhig sind, dann sind wir gleichzeitig auch konzentrierter, wir sind fokussierter und wenn wir von der Angst in die Liebe kommen, kommen wir automatisch auch in den Urzustand des Vertrauens zurück. Das heißt, wir erden uns, wir spüren wieder, dass wir ein Teil von Mutter Erde sind und dass wir nach oben in den Kosmos connected sind. Und das macht natürlich der Love Tuner, indem er unser Herz öffnet. Naja, und jetzt gerade mit dem Thema Angst, das du ja auch angesprochen hast, ist ja diese Verwurzelung ganz wichtig. Jetzt tune Absolut. Ich selber und bin überzeugter Love Tuner und mache das für mich selber und für die Menschen, mit denen ich arbeite. Gibt es noch andere Erfahrungswerte? Kann man was messen? Gibt es Skalierungen? Ist da irgendwas schon probiert worden, versucht worden, erforscht worden? Ja, Love Tuner gibt es ja schon eine ganze Weile. Und natürlich ist sehr viel geforscht worden und es ist auch eindeutig festgestellt worden, dass der Love Tuner, wie ich vorher schon sagte, die Wassermoleküle im Körper ausrichtet in den optimalen hexagonalen Zustand. Und es gibt auch Forschungen drüber, über die Wasserkristalle. Das findet man alles zum Nachlesen auf der www.lovetuner.com Webseite in aller Ausführlichkeit zum Thema Science oder Wissenschaft. Und natürlich hat man auch festgestellt, wissenschaftlich festgestellt, dass die 528 Herzfrequenz oder jedes Mal, wenn wir tunen, wir einfach in den Zustand der Ruhe kommen. Man kann das ja feststellen, ein meditativer Zustand ist ja messbar, ist skalierbar und kann auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Für mich ist aber viel wichtiger das Feedback, das die Menschen uns geben, wenn die tunen. Und da haben wir ganz, ganz viele schöne Sachen gesammelt, das unser Herz einfach bewegt und das macht uns sehr glücklich und dankbar, denn die Menschen schreiben uns ganz oft, dass sie mit diesem einfachen Tool so viel Freude in ihr Leben bringen. Die Menschen finden sich zusammen, die Kinder
lieben den Love-Tuner, die Familien finden sich zusammen, die tunen gemeinsam, wir tunen gemeinsam, jedes Mal um 5.28 Uhr für die Frühaufsteher, ich bin jemand, ich tune um 17.28 Uhr, ja, also da tunen wir uns ein in das sogenannte Web of Love und das geht um den ganzen Planeten und das ist auch sichtbar und spürbar, wenn wir also tunen um diese Zeit, dann spürst du, dass etwas bewegt wird durch den Love-Tuner auf unserem Planeten und das finde ich sensationell. Und die Leute schreiben uns, vielen Dank für meinen Love-Tuner. Wir haben eine schöne Message gekriegt von einem Fünfjährigen, der hat zu seiner Mama gesagt, Mama, der Love-Tuner ist mein Lebensgeschenk. Das sind so Sachen, die erreichen uns. Und das berührt jedes Mal mein Herz, wenn wir sehen, dass die Menschen nicht mehr abhängig sind von Hilfe oder von Heilung im Außen, sondern dass sie sich wirklich aus sich heraus durch diese Schwingung der Liebe selbst heilen können. Das finde ich das Schönste an der ganzen Sache. Ich habe ja sogar gehört, dass manche ihr Wasser oder ihr Essen tunen und richtig, einen Unterschied merken. Ja. Und die das dann zu sich nehmen, sagen, es ist, hat eine andere Qualität. Absolut. Kann man beim Tunen was falsch machen? Kann man irgendwas kaputt machen oder im System irgendwas anstellen, irgendeinen Schaden anrichten? Wahrscheinlich nicht. Also das Einzige, was du falsch machen kannst beim Love-Tuner, ist, dass du nicht tunst. Okay. Okay? Ja. Aber ansonsten ist Tunen natürlich super safe. Also es ist super sicher. Jeder kann tunen. Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, wie ich immer gern sage. Also von jung bis alt, alle können tunen. Und das ist das Großartige an der Sache, dass es keine Vorkenntnis braucht. Mhm. Sigmar Berg sagt dazu, Love-Tuner meditieren leicht gemacht. Mhm. Und in der Tat, das ist richtig und wichtig in unserer Zeit, weil wir gar nicht die Zeit haben, dass wir jedes Mal eine Stunde irgendwo uns hinsetzen und in die Ruhe kommen und meditieren. Mhm. Der Love-Tuner macht es innerhalb weniger Atemzüge. Wir können überall tunen, das heißt zu Hause, im Büro, wenn wir unterwegs sind. Dafür ist es so praktisch, weil wir es immer dabei haben. Mhm. Und wir können alleine tunen oder gemeinsam tunen, wenn Menschen gemeinsam tunen. Das weißt du ja selbst, dann hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Impact. Ja. Und das Fantastische ist, dass Menschen, die anwesend sind in den Räumen, wo getunt wird, selbst wenn die nicht selbst einen Love-Tuner haben, aber sie spüren die Veränderung der Schwingung, sie spüren diese Liebe. Und das ist das Fantastische daran. Ja, das erlebe ich ja bei meinen Workshops und bei meinen Seminaren auch immer, dass sagen, irgendwas hat sich jetzt verändert. Genau. Nach der Pause ist der Raum anders und die denken, oh, interessant. Stimmt. Gut. Kann man die Wirkung beim oder vom Love-Tuner durch irgendetwas verbessern, erhöhen oder steigern? Die Wirkung vom Love-Tuner kannst du natürlich steigern, indem du so oft wie möglich tunst. Ja, ja? So viel und so oft wie möglich. Trotzdem ist es so, dass ich sage, es muss oder es darf, es soll Spaß machen. Und von daher sage ich, wir geben nicht wirklich eine Anleitung, was musst du machen. Mhm. Aber die Empfehlung ist einfach, dass wir 6 Atemzyklen tunen. Also das, was wir vorher gemacht haben, dass wir das 6-mal tunen. Mhm. Und dann wirst du sehen, wie du selber aus Erfahrung weißt, je öfter und je länger du tunst, desto mehr erhebt sich deine Schwingung und desto länger wird dein Ausatmen sein. Und je länger du ausatmest, desto mehr kommst du in die Ruhe. Sportler zum Beispiel machen den Ausatmen-Ton über eine Minute. Oh, ja, toll. Müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, da müssen wir ein bisschen üben. Ja, Anne, und eingangs hast du ja erwähnt, du hast uns noch ein Geschenk mitgebracht. Was ja, ist es denn? Genau. Ich bin schon sehr neugierig. Naja, also das schönste Geschenk, das du dir natürlich oder das sich jeder von uns selber machen kann, ist zu tunen. Und natürlich gerade in der Zeit jetzt, das schönste Geschenk, das wir unseren Lieben machen können, ist, denen einen Love-Tuner zu schenken. Aber das ist nicht das Geschenk, das ich dabei habe. Das Geschenk, das ich dabei habe, ist, wie schon gesagt, Love-Tuner meditieren leicht gemacht. Und wir haben uns gedacht, was können wir denn unseren Zuschauern oder den Mitwirkenden beim Kongress The World Becomes One als Zeichen unserer Wertschätzung mit auf den Weg geben. Und deswegen haben wir im Anschluss an unser Video die Love-Tuner-Meditation mitgebracht. Ja, zum Mitmachen, aktiv oder passiv. Also das heißt, du kannst hinhören oder zuhören, kannst auch selber mittunen. Wie gesagt, die Love-Tuner-Meditation, die haben wir mit großer Freude in unserem Herzen für unsere Zuschauer gemacht. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir uns jetzt dann gleich beim Tunen gemeinsam sehen, spätestens um 17.28 Uhr. In diesem Sinne sage ich danke, Karin, dass wir so ein schönes Gespräch hatten über das wunderbare, magische Tool Love Tuner. Wir wünschen allen eine wunderbare Zeit und natürlich das Wichtigste, das Höchste, Beste und Edelste, gerade in dieser Vorweihnachtszeit. Und zum Abschluss, stay tuned!
Ja, liebe Anne, herzlichen Dank für dein tolles Interview und für die ausführliche Erklärung des Tools. Das ist das Beste, das uns jetzt in dieser Zeit passieren kann. Und ich bin sehr happy über den Love Tuner. Ich verwende ihn regelmäßig, verschenke ihn auch regelmäßig zu Weihnachten und freue mich. Und das Tolle ist bei der Meditation um 17.28 Uhr, dass wir, obwohl wir uns nicht sehen, wir uns wahrnehmen und spüren. Und das ist ein besonderes Geschenk, das der Love Tuner noch verstärkt und intensiviert. Ja, danke dir und danke alles dir, Liebe. Karin. Alles Liebe. Alles Liebe.